So, meine Lieben, ich begrüße euch zu einem kleinen Deckprofil. Nee. Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch zu einer kleinen neuen Folge. Und zwar zu Wie gut ist Heroes 2020 in Link Evolution? Und diesmal haben wir sogar ein Deck geschickt bekommen. Und zwar vom lieben... Ich gucke nur mal kurz nach den Namen. Nicht, dass ich das falsch ausspreche. Vom lieben Challen. Und der hat mir per Discord PN eine Deckliste geschickt. Nämlich Heroes. Und das werden wir heute im PvP spielen. Wie immer werden wir hier ganze 3 Duelle spielen im Ranked Mode. Und werden dann gucken, wie gut sich das Deck hier gegen einen Deck schlägt. Ja, so in der Hälfte, in der Mitte gucken wir uns ungefähr mal das Deck an. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß jetzt beim Zuschauen. So. Und wenn ihr mir ein Deck schicken wollt, dann bitte schickt es mir per Privatnachricht über eine Plattform, zum Beispiel über Facebook, zum Beispiel auch über Discord. Am Discord ist mir das am liebsten. Ja, wie gesagt, da könnt ihr euch dann einfach mal melden und könnt zum Beispiel sagen, oder mal fragen, ob ich das Deck mal in Link Evolution spielen würde. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall first. Und ihr könnt natürlich auch das gleiche für Yu-Gi-Oh! Pro machen, wenn ihr das möchtet. Aber zurzeit konzentriere ich mich gerade mehr auf die Link Evolution Duelle. So, dann wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier Schönes haben. Wir haben einen Adjusted Gold. Wir haben einen Increase. Wir haben 2 Wyvern. Und wir haben den Soldaten. Ich würde sagen, dass wir mit dem Soldaten erstmal beginnen. Damit einen Wyvern beschwören. Und dann werden wir mal Dinge tun. Ja, wenn ihr übrigens hier merkt, dass ich hier ein paar Fehler mache oder was hätte besser spielen können, dann gerne ab in die Kommentare damit oder auch in den Live-Chat, was kommt als Premiere. Dann könnt ihr das natürlich gerne anmerken. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht hier, gegen was ich hier spiele. Und ihr seht es ja nachher im Video, was dann halt passiert. Deswegen, das immer mit Bedenken. So. Holen wir uns den Malicious aufs Feld. Dann würde ich sagen, dass wir dann erstmal den Adjusted Gold aktivieren. Da kann was machen, okay. Aber gut, wir haben ja auch erst 3 Summons. Machen wir uns den finsteren Zauberruf. So, jetzt nur mal kurz gucken, auf was wir jetzt hier alles gehen können. Den Increase muss ich mir auch noch kurz durchlesen, aber ich glaube, der kann jetzt gerade nichts. Ne, der kann jetzt gerade nicht, das ist ja gerade ein bisschen unwichtig. So, dann hätten wir uns verbannen und fügen uns eine Poli hinzu. Das ist schon mal ganz nice, weil dann können wir den Adjusted Gold gleich mal verbannen. Und haben schon mal die Poli auch auf der Hand. Das ist schon mal ganz sinnvoll. So, ich würde jetzt auch erstmal auf ein Link-Monster gehen. Der holt mir ein Schicksal zurück. Der Wonder Driver, den will ich mir, glaube ich, auch noch behalten. Ja, deswegen werden wir uns den Extra-Held Decimator holen. So. Dann können wir mit unserer Zauberruf, glaube ich, auch einen recht guten Helden beschwören. Schauen wir heute mal welchen. So. Mal kurz gucken, was sagt der Zauberer. Wir müssen ein finsteres Verwirrungsmonster. Genau, wir müssen ein Monster beschwören, was finstere Fusionen im Namen hat. Oder im Dings hat. Das heißt, es ist nur ein böser Held. Würde ich mal sagen. Genau, das wäre der hier. Böse Heldmonster, Monster Schule 5. Entweder kann man noch gerade zerstört werden, wenn deine Main fest, du kannst alle Monster sein, der geht einfach verliert. Okay. Ich glaube, den werden wir erstmal. Den können wir nicht rufen? Warum können wir den nicht rufen? Böse Heldmonster und. Ah, okay. Den haben wir natürlich nicht drin. Poli können wir gerade auch nicht machen. Okay, gut. Den hätte ich wahrscheinlich nicht in Adjusted Gold verbannen sollen, aber
an sich ist der sowieso besser, wenn wir den unseren Zug beschwören, damit wir alle Monster von seinem Board zerstören können. Pot. Guck mal, was wir jetzt schönes spielen. Ich habe nämlich gerade noch ein paar Testduelle gemacht und da hatte ich gerade auch 2 Draco als Gegner. Was nicht so toll ist, aber okay. Ja, viele von euch wissen, dass ich Jaden sehr mag und auch die Helden. Ich habe damals sehr gerne die alten Elementalen gespielt. Und ich müsste mich auch mal wieder mit den neuen Helden-Decks mal beschäftigen, weil die auch sehr interessant sind. Aber das letzte, weil ich halt wirklich aktiv länger und viel gespielt habe, sind halt eher die die maskierten Helden. Das ist auch schon eine ganze Weile her. So. Im Übrigen werde ich ab der nächsten Folge mit einem neuen Programm aufnehmen. Nämlich von Elgato irgendwas Capture 4K oder sowas heißt das. Ich glaube Utility Capture 4K. Da muss ich mich auch noch einarbeiten. Okay, wir spielen gegen den Grimmal der Aiju Deck und 5 Set. Ja, wunderschön. Wunderschön, ja. Also ich hätte jetzt liebend gerne einen Mess-Change und einen Wassermonster. So viel kann ich schon mal voraussagen. Im Übrigen suche ich auch noch Leute, die gern gegen mich spielen im Best of Three Modus. Das wäre sehr, sehr schön. Da werde ich aber auch noch ein paar Leute anschreiben, ob ich auch mit denen mal ein bisschen spielen kann. Dass wir da auch nicht immer das gleiche haben. Weil wir da auch mal ein paar, ich sag mal, Duelle haben, die geplant sind. Aber wie gesagt, da müssen halt beide Leute Zeit für haben. Und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig machbar. So. Gucken wir mal. Im Übrigen, wenn ihr euch hier denn die Premiere anguckt, ich werde übrigens nachher live streamen. So, ich denke mal ab 16 Uhr oder ab 15 Uhr. Wahrscheinlich bin ich dann auch schon live, wenn das Ganze hier schon online geht. Und da werden wir dann Dragon Ball Z Kakarot spielen. Jetzt habe ich einen Vers in den Grave geworfen, oder? Ist aber auch egal. Ich glaube, das haben wir verloren. Ich weiß jedenfalls nicht, wie ich da jetzt noch was machen kann, was irgendwie sinnvoll ist. Und ja, das mit dem Ferris in den Grave war gerade echt ein Missplay, weil ich dachte, der holt mir den auf die Hand. Ja, nur mal kenne ich den Effekt aber auswendig. So. Mich beunruhigen auch so die 5 Set, das muss ich wirklich mal sagen. Oder jetzt noch 4 Set. Es kann nur einen geben. Judgment und was noch? Noch ein Dizer. Er wird sich höchstwahrscheinlich ein Dizer nehmen, weil es ist ein Game. Ja, ist doch klar. So. Im Übrigen, ich hätte keinen weiteren Malicious in den Grave reinlegen können, weil der ist hier auf 2, soweit ich weiß. Außer ich vertue mich jetzt gerade. Im Übrigen habe ich euch übrigens eine Infokarte, also eine Umfrage, in die, also oben ins i reingepackt. Und da könnt ihr mal abstimmen, ob ich mehr über Facecam aufnehmen soll oder nicht. Und ich auch noch dazu sagen möchte für diese kleine Folge hier, es werden auch ab und zu mal Livestream-Ausschnitte hier in dieses Video mit eingearbeitet, falls ich beim Stream mal ein paar schöne Momente habe, wo wir gerade ein Deck testen. So. Wollen wir mal zum nächsten Duell rübergehen? Das ging ja jetzt schon relativ schnell. Also 10 Minuten ist für ein Duell relativ easy. So, gucken wir jetzt mal, wen wir hier als nächstes kriegen. Nee, come on, nicht die gleichen schon wieder.
gegen Holy Sacred oder Sacred, oder wie auch immer man das aussprechen würde. Da wird uns ein Drache von Kokameriru gezeigt. Nice. Ich finde es zwar nice, dass wir immer eine Karte gezeigt bekommen, aber irgendwie sind die Ladezeiten so schnell, dass du nicht wirklich sagen kannst, ja, ich will mir die Karte mal kurz durchlesen. Also eine Abspeicherungsfunktion wäre mal ganz nice dafür. Aber gut, man hat ja jetzt auch mal kurz hier schnell mal Handy und dann zack. Wir beginnen mit 5 Spells. Jetzt ist die Frage, ist das gut? Schauen wir gleich mal. Auf jeden Fall will ich so nicht first gehen. Der Yoko-Tuner, der bei Normal Summon einen Empfänger aus der Hand oder Friedhof beschwört. Okay. Wenn er aus dem Deck beschwören würde, wäre er ziemlich geil. Aber ich glaube, der ist auch so ein Tuner, den die meisten sogar vergessen. Weil ich meine, einen Empfänger aus einem Grave zu beschwören, kann sehr geil sein. Und ich meine, er bestimmt ja keine Stufe. Und Needle-Fiber-Combo! Ja, hier müssen wir mal so richtig hier den Party-Alert anmachen. Ach ja. Ich glaube, solche Alerts muss ich in OBS oder sowas auch noch einbauen. Dass ich einfach mal auf Knopfdruck hier mal so zack und dann Explosion oder sowas einbauen kann, wenn mal sowas auftaucht. Aber ja. Hier haben wir wahrscheinlich ein First-Turn-Needle-Fiber-Combo-Deck, was Dinge hinlegen möchte. Ja. Aber gut. Auch gegen sowas werden wir spielen müssen. Oder wir haben Glück und das ist einfach nur Needle Fiber Blue Eyes. Könnte ja auch sein. Würde auch zur Charakterin passen, weil die hat auch blaue Augen, so wie ich das in den kleinen Fenster da oben sehe. Ein Link-Kuribo. So. Ja, es ist die Frage, was wir jetzt auf jeden Fall nächste Runde machen. Wir können uns auf jeden Fall einen Stratos suchen, das schon mal Plays machen würde. Wir können sogar mit ihm hier was machen. Ich kann sogar aus meinem Deck verwenden, okay. Mann, nice. Okay, auf den Rest des Spiels kann ich nur Finstermonster beschwören. Das heißt, wir werden erstmal den ehrlichen Notruf machen, werden dann einen Stratos uns auf die Hand searchen und den Stratos normeln und dann werden wir mal den Adusted Gold aktivieren, wobei ich habe gleich mein einziges Search Target dafür in der Hand, oder? Jetzt kommt der Needle Fiber, der Dinge tut, weil, ja, Fragezeichen. Form der Synchron. Das wäre eine Stufe 10er als Schnellsynchro. Oh, welchen gefährlichen Stufe 10er als Schnellsynchro gibt es denn bitte? Das ist Synchrobeschwörung behandelt? Fragezeichen. Anscheinend. Weißer Aura Bahamut. Den kenne ich natürlich noch nicht. Den will ich mir noch mal kurz durchlesen. Und ja, Needlefire beschwört als Synchrobeschwörung. Okay. Oder. Ja, das wäre eine Synchrobeschwörung, ja, aber ansonsten dürfte er keine Karte ziehen. Okay. Der holt einen Token mit 3-3. Uiuiui. Okay. Ein Spielzug deines Gegners, solange du keinen Spielmarker kontrollierst. Du kannst einen himmlischen Drachenspielmarker als letzte Karte kontrollierst. Solange du einen himmlischen kontrollierst, du kannst die Karte. Ah, okay, er belebt sich dann wieder. Okay. Aha. Okay. Ist sehr interessant. Ich habe gerade gar nicht die Stufe vom Token gesehen. Stufe 10er Token. Das ist eine wirklich interessante Combo, die er da macht. Auf jeden Fall.
Ich würde mir jetzt einen Ferris suchen. Weil der Ferris kann Dinge tun. Und ich meine, wir wollen Dinge tun. So. Weil der kann nämlich einen anderen abwerfen. Damit können wir den Dusted Gold abwerfen. Wir können den schon mal rufen. Und können den Ferris aktivieren. So, nein, will ich nicht weiter aktivieren. Was genau macht der Ferris jetzt gerade? Genau, der legt mir in die Zone rein. Okay. Dann ich mal kurz den in die Zone reinlegen. So, dann werden wir jetzt erstmal einen Fusionsschicksal machen. So, damit würde ich dann ganz gerne. Schicksalsstufe für niedriger haben wir nicht. Deswegen werden wir den Dangerous machen. Dann werden wir den in den Grave legen und wir werden den Schattennebel. Habe ich jetzt gerade den. Ja. Ich habe mir Lüssel und Schattennebel genommen, ja, natürlich. Hm. So. Genau. Ich bin jetzt übrigens auf Finsternismonster gelockt. So, machen wir erstmal den Dangerous. Der kommt in Death. Und der Dangerous kann doch jetzt alle Dings zerstören, oder? Du kannst eine Karte abwerfen. Halt, oder du kannst eine Karte abwerfen. Den schickst du uns auf deine Hand. Auf dem Grave. Lass uns den noch mal kurz durchlesen. Ich bin mit dem Deck auch noch nicht fertig eingespielt. Wir werden uns hier noch kurz den aufrichtigen Neos auf die Hand searchen. Ich muss mal ein bisschen auf die Zeit achten. Und zwar. Du kannst eine Karte abwerfen, lege ein Schicksalsmonster von deiner Hand oder Deck auf dem Friedhof, falls du dich tust, bis zum Ende des Spielzugs. Ja, du kannst. Okay, was ist der andere? Du kannst. Ja, dann halt ein Schicksalsmonster. Den denkst du, okay. Du kannst die Karte von deinem. Du kannst ein Heldmonster zerstören, bevor die Karte hast. Du kannst ein Visionheldmonster zerstören. Genau. Wir haben uns hier den Stratos wegtributen. Oh, jetzt muss ich halt echt mal ein bisschen hier drauf achten, weil wir haben jetzt echt Zeitprobleme gerade. Das ist gerade so ein bisschen das Problem. So. Okay. Und dann werden wir hier noch kurz den Mess-Change machen. Ja. Okay, wir werden auf jeden Fall nichts mehr machen können, weil wir jetzt kurz die beiden Mess-Chains noch runtersetten und dann war's das, weil. Ich kann natürlich noch den Darklaw machen, wobei wir könnten noch natürlich durch den Zauberruf noch schnell was beschwören. Zeittechnisch ist das hier gerade echt übelst. So. Aber ja, Konami, wir brauchen echt mal mehr Zeit. Aber gut, so mein Fehler, ich hätte mal wirklich mehr eingespielt sein können. So, einen Angriff habe ich jetzt nicht. Schaffe ich noch kurz den Effekt von ihm? Ja, Effekt. So. Okay. Aber an sich haben wir ganz gut aufgebaut. Die beiden Mesh-Change können wir ja nutzen, um auf Anki zu gehen oder auf Darklaw, was ziemlich, ziemlich nice ist. Wir haben auch noch einen Honest Neos, was auch sehr, sehr nice ist. So, jetzt würde ich natürlich ganz gerne den Darklaw mal rausholen. Da muss ich mal kurz überlegen. Darklaw braucht einen. Okay, muss mit Maskenwechsel befroren werden. Okay, ja. Hm? Dann halt ein Heldmonster, was Attribut Finsternis ist. Und dann, ja, haben wir einen Darklaw auf dem Feld. Gönn dir. Können wir sogar noch einen zweiten rausholen. Wenn wir haben wollen, müssen, wollen, wie auch immer. So.
Er verliert auch gleich eine Karte, die er sich searchen will. Wir sind jetzt ein bisschen schwächer, natürlich. Wir können unsere Schicksalsheldenmonster ein bisschen verstärken. Das. Die haben wir natürlich gerade nicht, ne? Außer den Dangerous. So, jetzt gucken wir mal, welche Karte wir davon verbannen. Ich habe jetzt auch gar nicht gerade drauf geachtet, was er sich da gerade gesearched hat. So. Da ist der Alternative weg. Das kann ziemlich nice sein. Aber scheint wirklich ein Blue Eyes Deck zu sein. Und da hat anscheinend jemand vergessen, dass wir den Honest auf der Hand haben. Dass ich mir den gesearched hatte. Kann ja passieren. So. So, dann mal kurz gucken. Den Mesh Change würde ich mir auf jeden Fall noch. Ja, okay, er trifft ja den an. Wir aktivieren den Mesh Change und tributen den schon mal weg und holen dafür einen Enki raus. Weil dann wird er entweder den Enki angreifen oder mein anderes schwaches Monster. Aber an sich bin ich dann halt schon mal safer. Ich bin dann schon mal safe. Weil ich verliere erstens weniger Life Points und zweitens, wenn jetzt der Enki zum Beispiel sterben sollte, ist das jetzt kein Problem. Ich persönlich hätte jetzt, glaube ich, eher den Malicious Bane angegriffen, weil der am gefährlichsten ist. Weil ich hätte, also ich kann jetzt mit dem ja wieder das Feld von ihm zerstören. Und dann würde der zerstört werden. Und wer will sie aktivieren? Malicious Bane, oder? Increase. Ja, Konami, ich darf natürlich nicht meinen Grave angucken, um Karten nachzulesen. Egal. So. Aber der kann sich ja wieder Spezial schulen, wenn wir einen Heldmonster vom Feld wegtributen. Was auch gar nicht mal so schlecht ist. Mein Fest ist zu Ende. Jetzt kann ich natürlich den noch aktivieren. Okay, muss ich aber nicht, will ich nicht. Der ist zerstört, ja, ist okay. Wobei, es wäre sinnvoll gewesen, wenn ich das jetzt im Kopf gehabt hätte, dass ich den Dangerous, dass ich den hätte, also dass ich den halt nicht, dass ich den halt wegtributet hätte für den Increase. So, jetzt kriegst du einen Token. Na, die kleinen oder gleich sind, ja. Okay. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Wir haben eine Fusion. Jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir jetzt darüber? Der Wonder Driver wäre ganz nice. Aber dann müssten wir mit dem Wonder Driver halt noch Dinge tun können. Also wir müssen halt noch ein Finstersmonster beschwören können. Wobei ich gerade ziemlich blöd bin, weil wir können einfach auf einen Trinity gehen. Den sollten wir im Deck spielen, oder? Wir sollten einen Trinity spielen. Nein, anscheinend nicht. Okay. Lass mal kurz gucken. Aber wir werden. Wir können keine Fusion machen? Wir können keine Fusion machen. Warte mal. Lass mal kurz gucken. Du brauchst zwei Heldmonster mit unterschiedlichen Eigenschaften. Ja, okay, das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Okay, das ist jetzt halt wirklich die Frage. Ich kann halt höchstens. Ich bin jetzt gerade wirklich am Überlegen, was wir jetzt machen. Und wie ich jetzt vor allem hier gerade am schlauesten spiele. Ich kann den wiederholen. Nochmal, du kannst einen. Genau. Du kannst den ja wegtributen und kannst mir ein Visionsheld vom Deck spezial beschwören. Das ist an sich schon mal ganz nice. Da können wir uns nämlich eine andere Eigenschaft holen. Aus diesen alle Finsters. Dann schauen wir mal. Die sind beide Finsternis, okay. Das heißt, wir werden den.
Ryan holen und dann wird der Ryan in den Grave legen. So, ein Heldmonster in den Grave. Es ist halt die Frage, was bringt uns jetzt was im Grave? Was bringt uns was im Grave? Höchstens der Malicious, aber wir haben halt schon. Naja, wir haben halt einen. Der Schattennebel bringt auf jeden Fall was im Grave, auf jeden Fall. So. Dann würde ich mir den Stratos searchen, weil der Stratos einfach mal Dinge tut und vor allem ist ein anderes Element. Das heißt, wir können uns dann die Wunderfusion searchen. Davor würde ich aber ganz gerne auf einen Wonder Driver gehen, weil wir damit Dinge tun können. Deswegen, also das ist schon ziemlich nice. Man merkt auch, mit 3-3 sind die ziemlich krass, Alter. Das ist schon Bombe. So, du kommst jetzt dahin. So. Dann Fusion. Dann holen wir uns dich und dich. So, jetzt beschwören wir die in die Zone vom Wonder Driver und dann darf der Wonder Driver Dinge tun. Und vor allem können wir uns mit der anderen noch eine Wunderfusion hinzufügen. Dann sollte das Game sein, weil wir dann einen wirklich sehr nice Shining aufs Feld kriegen können. Oder auch was anderes Schönes, aber ich bastel jetzt eigentlich für ein Shining. So, Wonder Driver Effekt. Du holst uns den Mess Change. Damit wir da auf einen weiteren Dark Lord zum Beispiel gehen könnten. Oder eben, damit wir da noch irgendwas machen können. So, jetzt werden wir erstmal die Wunderfusion machen. Maskenwechsel setten wir dahin. Super nice. Dann Wunderfusion. Shining. Für den Shining verbannen wir den Stratos und den Wonder Driver, nicht Wonder Driver und den Neos, den, genau, den Honus Neos, genau. So. Und Shining sollte jetzt auch ordentlich ATK haben. So. Genau, Shining ist es mit 3-6, genau. Super nice. Weil der wird durch den gebufft und der bufft sich auch noch selber durch einen Effekt von sich selber, desto mehr verbannt sind, glaube ich, mal 100. Wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Deswegen werden wir dich jetzt nochmal kurz angreifen. Oh, Sunrise könnte jetzt noch was. Das habe ich gerade überlesen. Du kannst eine Karte. Okay, wenn ich angreife, dann kann ich eine Karte auf dem Feld wählen und zerstören. Okay. Dann macht das Sinn, dass wir mit dem Wonder Driver noch angreifen, dann den Sunrise aktivieren, dann den zerstören und dann für OTK gehen. Okay, das war eine schwere Geburt, Leute. Das war schwierig. So. Shit! egal. Das war gerade ein Missklick. Weil ich wollte jetzt eigentlich noch. Also, ich habe auf die Zeit geachtet, Leute. Deswegen ist passiert. Wir haben die Nummer 2-9. Das wäre jetzt aber Game gewesen. Und ich muss ganz schnell in die Endphase. So. Zum Glück ist Konami so lieb und macht Millisekunden mit 3.2 und so weiter. Aber okay. So. Schwierig. Hätte ich ein Mist geklappt, wäre es jetzt Game gewesen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Lightning Storm, scheiße. Okay, Bombe. Wir können durch Maskenwechsel, glaube ich, kein Monster holen, was sagt, dass er nicht zerstörbar ist, oder? Nein. Ich habe sowieso kein Wassermonster und der würde ja Monster auf dem Feld zerstören. Ja, blöd gelaufen, aber wir sind uns eigentlich, das wäre ein Sieg gewesen. Ja. Verdammte Zeit. Stimmt, Shining hat ja noch einen Effekt, wenn er zerstört wird. Aber man kann einfach nicht. Wir dürfen sogar zwei Karten wählen. Ja, Stratos und Dings, ja. Also,
Nächste Runde einfach hier mit Stratos angreifen und dann mit Neos aktivieren und dann ist das Game. Vor allem, da wir auch noch den maskierten Head Blast holen könnten. Also, ja, das ist Game. Außer er kriegt jetzt nur TK hin. So. Und nach dem Duell gibt es dann erstmal Deck Profile. Oder besser gesagt, gehen wir da mal kurz über das Deck drüber. Wow, 3000 Schaden. Gönn dir. Increase. Oh, was hat Increase gemacht? Der setzt sich jetzt, legt sich jetzt in die Dings, oder? Genau. Das habe ich auch langsam kapiert. So. Dann werden wir Normal Summon Stratos. Eiliger Notruf, gönn dir. Wobei, warte mal, dann machen wir nicht Normal Summon Stratos, dann machen wir jetzt gleich den Dings. Den eiligen Notruf, holen uns dann den standhaften Soldaten, dann Normal Summon standhaften Soldat, dann Stratos. Und dann. So, jetzt wird natürlich was verbannen. Wahrscheinlich die verdeckte Karte. Wenn er schlau ist, dann verbannt er meine verdeckte, weil das ist der Mesh Change, das weiß er auch. Ja, natürlich. Aber wir können halt immer noch Normal Summon hier, Stratos, zack, rüberrennen und dann Game. Aber wir wollen es ja ein bisschen stylisch machen, oder? So, deswegen holen wir uns hier. Wobei, wir könnten eigentlich einen absoluten Soldaten nehmen. Ich mach's mal anders. Wir werden uns hier den Schmucksoldaten nehmen, damit wir Zugang auf einen Asset oder sowas haben, falls wir wieder einen Message Chains oder sowas kriegen könnten. So, jetzt holen wir uns erstmal hier den. Wir können jetzt einen Stufe 4 Monster aus dem Friedhof wählen und Spezialbeschwören. Da nehmen wir uns lieben gerne den Schattennebel, weil der Schattennebel sagt, ja, ich wurde Spezialbeschwören, ich hole dir einen Mess-Change und ich tue Dinge. Und du tributest dich, um einfach einen weißen Drachen aufs Feld zu holen. Was mir vollkommen egal ist. So. Ja, ein Blue Eyes auf dem Feld. So. Dann der Schattennebel. Und der Schattennebel darf eine Dings holen, wenn wir die noch im Deck haben. Sollten, okay. So, dann der Mess Change. Dann. Haben wir denn ein Schicksalsheldmonster, was wir beschwören könnten eigentlich? Einfach ein. Ja, hätten wir. Könnten wir. Okay. Darauf will ich jetzt aber auch gar nicht eingehen. Weil wir werden jetzt hier den hier spielen. Also wir holen uns dann den Absolution. Achso, nee, wir können. Ah, ja, ja, natürlich. Acid war der Typ, der. Ja, natürlich. Ja, egal. Alles richtig. Keine Fehler. So. Nee, ich hatte gerade Acid mit Absolute Zero verwechselt. Aber Absolute Zero kann man ja durch Fusion machen. Aber wenn wir mit Dings angreifen würden, also mit Absolute Zero, den dann boosten würden und der würde dann durch einen Aufrichtig oder sowas sterben, dann wäre es wenigstens das Board vom Gegner weg. So war gerade mein Gedankengang. So. Aber ich glaube nicht, dass der Honest spielt, oder? Nee. Oder hat anscheinend nicht auf der Hand. Sehr nice. Dann kommen wir mal zum Deck. Wie gesagt, ein relativ schwieriges Deck und vor allem auch sehr, sehr, sehr schwierig zu spielen. Es ist aber wirklich sehr, sehr interessant, deswegen gehen wir es hier mal ganz kurz durch. Ich werde es übrigens nicht bewerten, weil das Deck ist für einen Zuschauer und es sieht wirklich gut gebaut aus. Von daher kopiert es euch gerne. Deckliste ist natürlich auch im Dings dann hochgeladen. Im Discord werde ich natürlich auch dran denken. So, wir gehen jetzt mal kurz durch. Wir haben den Adjusted Gold, wir haben den Aufrichtiger Neos. Kann man sich bei searchen. Er sucht uns hier den finsteren Zauberruf durch. Wir spielen hier zwei Schattennebel, der ist hier auf 2. Wir spielen einen standhaften Soldaten. Ziemlich nice. War, glaube ich, eine Tin-Bromo, wenn ich mich nicht erinnere. Stratos, der auf 3 gegangen ist.
Celestial, dann einen Dynatech, den Malicious, dann haben wir noch einen Ferris, dann haben wir noch den Increase, wir haben zwei Ryan, zwei Lightning Storms, die wir leider überhaupt nicht gesehen haben bisher, drei Notruf, ein Held lebt, haben wir auch bisher überhaupt noch nicht gesehen, und dann Zauberruf, drei Fusion Schicksal, ziemlich, ziemlich geile Karte. Dann hier den Maskenwechsel auf 3, eine Poli, die wir uns searchen können, eine Rota, drei Call, die wir überhaupt nicht gesehen haben und eine Wonderfusion. So, im Extra-Deck haben wir ein Malicious Bane, ein absoluter Nullpunkt, einen Sunrise, einen Shining Acid, einen Enki, einen Blast, zwei Dark Lore, dann Dangerous hier, den Dystopia Crusader, sowie auch Decimator und einen Wonder Driver. So, wir werden natürlich in einem anderen Video gerne nochmal aufs Deck eingehen, wenn ihr es möchtet. Deswegen lasst gerne ein Like da, wenn ihr es wollt. Aber wir werden jetzt hier das letzte Match, besser gesagt das letzte Ranglistenspiel spielen. Und dann sehen wir weiter. Gegen Jubel. Oder gegen jemanden, der mit Jubel spielen möchte. Oder... ja. Das hört sich irgendwie falsch an, wenn man sagt, gegen jemanden, der mit Jubel spielen möchte. Weil halt weibliches Monster. Wobei es sich auch irgendwie wieder richtig anhört, weil es halt ein Jubeldeck ist. So, wir gehen second. So. 38 Karten. Hatte ich da gerade gesehen, aber sind doch 40, okay. Zwei Call-Its, ein Fusion-Schicksal, ein Stratos und ein Celestial. Okay. Und Card Destruction. Wow. Okay. Wäre es nicht sinnvoller... Ne, er zieht ja durch Dings. Ja, nee. Ich wollte gerade sagen, es wäre sinnvoller, den extra ganz voll zu aktivieren. Aber nee, danach kann er durch Card Destruction nichts mehr ziehen. Neue Hand. Stratos... Call it, Lightning Storm, Dynatech und ein Mass Change. Und ein Tausender. Wir haben gerade 1000 Euro verdient. So. Okay. Mit Zwielichtverpflichteten. Interessant. Wahrscheinlich will er, oder wahrscheinlich hat er hier ein Deck rund um den, also rund um Lightsworn und um die Bestrafungswachen aufgebaut. Hatte ich ja auch schon mal gespielt, und dann könnt ihr euch gerne mal auf die Logs mal, könnt ihr gerne mal in den Logs Playlisten durchgucken. Da hatte ich auch mal ein Deck gespielt, wo wir, ich glaube, mit Invoked und mit Lichtverpflichtet und mit Zwielichtverpflichteten und sowas gespielt hatten. Ist aber auch schon eine Weile her. War aber ganz nice. Vor allem, weil ich damit mit dem Bestrafungsdrache gegen einen, ich glaube, einen Vogue-Spieler oder sowas ganz gut gewonnen habe. Ich weiß es nicht mehr, guckt es euch an. So. Kommt das weiter, Mass Change. Aber was kann der Dynatech, wenn... da können sie ja da... Okay. Dann werden wir erstmal einen Stratos machen. Und ja, ein Vogel nervt gerade draußen. Aber halb so wild. So. Ash Blossom. Nein. So. Ich hätte schon ganz gerne meinen Search. So. Wir würden uns, glaube ich, den Ferris searchen. Wir haben auch ein anderes Heldmonster. Also, die heißen ja Schicksals-Held. So heißen alle Helden-Held. Was ziemlich nice ist. So. Bam, bam, bam. Ein Win. Ach ja, meine Lieben. Das war's für heute mit dem ganzen Spielen mit Heroes. Yo. Ich hoffe, euch hat's ganz so Spaß gemacht. Wir sehen uns bei dem nächsten Video oder auch schon heute im Livestream, wo wir Dragon Ball Z Kakarot spielen oder morgen, wo wir Yu-Gi-Oh! Streamen dann. Ja,
Dann würde ich sagen, haut rein, bis dann, ciao. Euer Luffy. Bis dann.